největší kariérní výzva pro jednoho, koruna šampiona a sláva pro druhého. Československý souboj o to nejcennější. Pás šampiona ve střední váze. V hlavě se mi rodí dvě různé taktiky, buď to ukončit jako velice rychle, anebo prostě toho piráta šikanovat, drtit ho a ukázat mu, že tam je ten večer jako špatně. V oktagonu není jen jeden král, v oktagonu je nový král. S Kličom, kvůli tomu, že si dostal bitku o titul v KSV a teraz jsem dojel, že povedal, že si nový král. Čím má se ukončit, jakým úderom, jakým KO, čo nemá KO úder. Obavím si ten pás a zoberiem si domov ďalší pás a vôbec nemám žiadne obavy z neho. Ja ho chytím, uderím. A bude po zápase. Lístky v síti Ticketportál a živě na octagon.tv. Německý král versus řecký císař. Tak by se dal charakterizovat zápas Christiana Ekerlina s řeckým bojovníkem Ionisem Palaiologosem. 34-letý Řek souhlasil s domluvenou váhou 80 kg. Má na svém kontě 18 vítězství, 9 ukončení před limitem, má černý pás v brazilském jiu-jitsu. A v jeho způsobu boje rozhodně nenajdete žádné velké slabiny. I expect to be a very good fight, really. A strong fight. Very good performance fight, you know. So something for the title challengers, you know, at the 77 kilos. Ekerlin je ovšem také kompletním balíčkem z 13 vítězství, které si připisoval v různých organizacích, včetně KSV a dalších, má na svém kontě 11 ukončení, 5 KO a 6 submisí. Ale především má neskrotnou vůli ve vítězství v každém zápase. Ich habe mir zwei Kämpfe angeguckt, ja. Ja, ist ein guter Mann, solider Mann, auf jeden Fall. Ist sehr erfahren. Für mich persönlich bedeutet es sehr viel, mein Debüt bei Octagon zu gewinnen. Es ist die beste Veranstaltung in Tschechien. Und von daher bin ich da sehr stolz drauf, mein Debüt geben zu können. Souboj dvou vynikajících weltrových wach v domluvené váze může začít. Ioannis Palaiologos, der griechische Eroberer, so sein Spitzname, kommt gerade von Cage Warriors, hat dort eine bittere Niederlage einstecken müssen im Oktober, davor 3 Kämpfe in Folge gewonnen. Unter anderem einen Sieg durch Soccer Kick dabei, 3-mal in Folge durch TKO gewonnen. Insgesamt ein brandgefährlicher Mann mit viel, viel Erfahrung. Von seinen 18 Siegen konnte er 11-mal durch TKO gewinnen. 3 Submissions einfahren. Und 2-mal wurden tatsächlich seine Gegner disqualifiziert. Also ich weiß nicht, ob er das irgendwie herausfordert hat oder ob er einfach Pech hatte an der Stelle. Seinen 18 Siegen stehen 10 Niederlagen gegenüber. Sehr erfahrener Mann, auch schon einige Grappling-Kämpfe absolviert auf hohem Level. Viel gereist, unter anderem auch bei KOTC oder der FFC gekämpft. Kennt also die großen Bühnen. Auch außerhalb seiner Heimat. In Griechenland ist er das Nummer 1 Weltergewicht. Und diesen Mann hier muss man in Deutschland niemandem mehr vorstellen. Christian Ekerlin.
In den letzten 6 Profikämpfen ungeschlagen, unter anderem sein KSW-Debüt gewonnen im Dezember letzten Jahres. Jetzt seit einem Jahr inaktiv gewesen, sollte eigentlich schon im Oktober kämpfen, und zwar auf einer geschichtsträchtigen Karte bei Bellator. Da hat es nicht hingehauen, wegen der Knieverletzung. Jetzt ist er hier bei Octagon. Von seinen Profi-Siegen 5 Knockouts, 6 Submissions und nur 2 Siege durch Punktentscheid. Also ein echter Finisher. 13 Mal gewonnen, bei gerade mal 5 Niederlagen. Startete seine Profikarriere mit 6 Siegen in Folge. Erste Mal gekämpft 2009. Da wussten die meisten Menschen noch nicht mal, was MMA ist. Gehört zum großartigen MMA Spirit in Frankfurt. Absolutes Frankfurter Urgestein. Viele seiner Fans auch mitgereist hier nach Tschechien. Einige mussten zu Hause bleiben, weil die Halle verkleinert werden mussten. Wir schauen nochmal hier auf die Gegenüberstellung. Bayologos, ein Jahr jünger mit 34, 7 cm größer. Beide haben dem Gewichtslimit bis 80 zugestimmt im Catchweight, sind aber eigentlich Weltergewichte. Bayologos ein paar Kämpfe mehr auf dem Buckel. Ekalin, der klare Favorit bei den Buchmachern. Tja, den Rest schauen wir uns jetzt mal an. Dámy a pánové, domluvená váha 80 kg, 3 kola po 5 minutách. Vaším rozhodčím v oktagonu je Gerd Richter. Pojďme si společně představit oba muže. Nejprve modrý roh. 34 let, 170 cm, 79,95 kg na váze. EFL Academy pod trenérem Dimitriosem Papakonstantinu a Steliosem Empriatisem. Má na svém kontě 29 zápasů, 18 vítězství, z toho 9 ukončil před limitem, 1 remíza a 10 porážek. Za Řecko v modrém rohu Yannis Greek Emperor Palaiologos. Červený roh. 35 let, 181 cm, 79,8 kg na váze. MMA Spirit Team. Trenéři Mohamed Ovali, Daniel Weichl a Neil Schlagel. Má na svém kontě 18 zápasů, 13 vítězství, 11 ukončil před limitem a 5 porážek. V rámci Nerudova poháru za Fit for You Team a za Německo representing Germany Christian Ekeli. Gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all times and listen to my commands. When I say stop, you stop. Fight hard, fight clean. So, da geht's endlich los. Ein Jahr mussten Ekalin-Fans warten, ihn wieder in Action zu sehen. Und genau das will er hier bringen. Action. Er ist ein Finisher, aber er bekommt es mit der Nummer 1 aus Griechenland zu tun im Weltergewicht. Yorgos Bayologos. Oh, versucht sie mit einem Switchkick früh. Ekalin mit einer schönen rechten im Ziel. Gute Beinarbeit. Bayologos versucht es mit den Knien hier. Ekalin trifft gut, auch zum Körper. Schöne Kombination, wechselt hier Körper und Kopf ab. Bayologos schlägt aber ordentlich zurück. Also Ekelin hat auch schon den ein oder anderen Treffer einstecken müssen. Wir hören hier die Stimme von Daniel Weichel im Hintergrund. Der fordert den Jab, will, dass die Kombination besser vorbereitet werden. Schöner Calfkick hier von Bayologos. Gut getimed auf das getapte Sprunggelenk des ehemaligen
Fußballers Christian Eckerlin. Auch dieses Knie, mit dem er hier Eckerlin abgefangen hat, das sah gut aus. Ja, das war ein bisschen tief. Da gibt es ein bisschen Erholungszeit für den Griechen. Ja, das war sicherlich nicht so gewollt. Sieht man auch sofort an der Reaktion von Eckerlin. Haben wir auch gesehen, da ist schon so ein bisschen Blut im Gesicht von Christian Eckerlin. Logos versucht ja wieder die Fassung zu erlangen. Okay, Fair Play. Einmal vergessen machen die Aktion und weiter geht's. Vom Zusehen her würde ich sagen, Eckerlin der Stärkere, Paiologos der Schnellere. Schöner Takedown vom Frankfurter. Steigt hier direkt über in die Side Control. Das ging viel, viel zu leicht aus griechischer Sicht. Steigt hier auch wieder über in die Mount. Auch das butterweich. Paiologos, der ja durchaus Bodenkampferfahrung hat, versiert ist am Boden. Der zeigt hier doch dann Lücken, beziehungsweise Eckerlin starke Vorteile. Hat noch viel Zeit, noch eine halbe Runde Zeit hier zu arbeiten, Eckerlin. Zieht da zwar schon am Kopf, hat aber noch nicht die Position. Und das kostet natürlich auch Kraft für Paiologos. Hier zu verteidigen, starke Position für den Frankfurter. Und da ist er unter dem Kinn. Das sieht eng aus. Das sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob er da nochmal rauskommt. Paiologos. Der ist eingeschlafen. Der ist eingeschlafen. Das war's. Christian Eckerlin gewinnt durch Rear Naked Choke in der ersten Runde. Octagon-Debüt. Geglückt, würde ich sagen. Fantastische Performance von ihm hier. Gegen die Nummer 1 aus Griechenland im Weltergewicht. Ioannis Paiologos sah dann hinten raus nicht gut aus. Gegen den Frankfurter Christian Eckerlin, der damit 7 Kämpfe in Folge gewonnen hat. Ist eingeschlafen im Würgegriff von Eckerlin. Tja. Wacht er auf in der schlechtesten möglichen Situation, nämlich nachdem er den Kampf verloren hat. Und so bitter diese Absage war bei Bellator, so sehr kann er sich jetzt hier freuen. Schaut nochmal rein. Dieser Switchkick mit dem hat der Grieche eröffnet. Und diese Knie waren gefährlich, die hat er sich zurechtgelegt da für Eckerlin. Schön. Diese Kombination vom Frankfurter. Und immer wieder hat er auch diesen tiefen Kick getreten auf den bandagierten Fuß, das Sprunggelenk von Eckerlin. Der war unbeirrt. Hier, da ist er unter das Kinn gekommen, hat sofort fest zugezogen. Hat noch nicht mal richtig die Position. Wir sehen im linken Bein, der Hook ist nicht drin. Gar nicht, da schläft er ein. Hier, jetzt geht die Hand runter. Und dann ist er weg. Da. Da war's. Eingeschlafen. Gute Nacht, Marie. Kalinichta, sagt man in Griechenland. Und das war's. Dámy a pánové, ladies and gentlemen, we know who's the winner. Víme, kdo je vítězem. By submission, rear naked choke in the first round, 2 minutes 55 seconds, Christian Eckerlin! Good fighter. Yeah, man. Good. Congratulations, Christian. Good. All good now. All good now. So we got a translator here. You want to start?
zu Hause? Maxim, ich hoffe, du hast zu Hause zugeguckt. Der Sieg war für dich, mein Schatzi. Maxima, zdravím, doufám, že se díváš. Skvělé, že se díváš na tu nohu, protože sice ten zápas trval nějaké 3 minuty, ale Janis tam kopnul hodně kalfkiku a vypadalo to, že tě to začíná trápit. Ja, viele Leute auf Englisch oder Deutsch? Okay, viele Leute haben immer gesagt, ah, kein guter Gegner oder sonst irgendwelche Sachen. Das ist ein Top-Mann, gegen den ich gekämpft habe. Erfahrener Mann. Ich bin überglücklich, dass ich hier in Tschechien, wo ich so viele Nachrichten bekommen habe, hier von Brünn und ganz Tschechien, die mir Glückwünsche hier bereitet haben. Vielen Dank an die Fans. Vielen Dank an die Fans zu Hause, die eingeschaltet haben. Ja, Mann! Ano, mnoho lidí říkalo, že nebudu dobrý soupeř, ale já jsem teď moc rád, že jsem tady. Jsem rád, že jsem v Čechách, tady v Brně a děkuji všem fanouškům a zdravím všechny, kteří se dívají doma. Zdravím vás všechny. Jak moc nebezpečný Janis pro tebe byl, protože viděli jsme koleno, které tam hodně prošlo a všeobecně těmi kopy tě docela ohrožoval. Cítil ses v jakoukoliv chvíli toho zápasu v nějaké nepříjemné pozici? Es ist immer unangenehm, wenn dich jemand kickt oder schlägt, aber ich, wie gesagt, in meiner Doku hat man gesehen, ich komme von nichts und habe mir alles selber angeeignet. Jahrelang meine Trainer Lil Schlegel, Daniel Weichel, Mohamed Kuali, dafür vielen Dank und wir sind ein Top-Team. Vždycky je to nepříjemné, když do vás někdo kope, ale já si nenechám nic líbit. Já jsem si to obrátil na svoji stranu a děkuji i trenérům, kteří tady stojí a podporují mě. Tohle byla váha 80 kg, kde tě uvidíme příště? 84 a nebo 77? A máš nějakého soupeře, kterého by si v oktagonu rád potkal? Ich glaube nach mir oder danach ist der Titelkampf. Den gucke ich mir genau an. Und natürlich bin ich hier, nicht das erste Mal. Ich hoffe, dass wir eine weitere gute Zusammenarbeit haben und dass wir öfters hierher kommen und dann uns den Gürtel umschnallen. Nejdřív se podívám na ten titulový zápas, který nás čeká a doufám samozřejmě, že tu nejsem poprvé a budu se těšit na další spolupráci a doufám v další spolupráci. Určitě ne, děkujeme moc. Danke, Christian. It was really perfect match. Thank you very much. Christian Eckerlin. Für die deutschen Fans, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Alles für euch, auf geht's. Zdravím ještě německé fanoušky, díky, že jste se dívali. Christian Eckerlin. Jeden z nejočekávanějších střetů v kleci, jaký OKTAGON kdy zažil. Odložené finále OKTAGON Underground dvou československých rivalů. Nepřemýšlí, nic neřeší, vypustí všechno, co v sobě má. A myslím si, že to není úplně nejlepší styl. Matěj Many Peňáz. V kleci dosud smetl vše, co se mu dostalo do cesty. Tvrdý slovenský bijec poháněný srbskou krví. Vlasto El Chapo Čepo. Nebojím se ničeho, jdem tam prostě nějak Česko. Takže Matějka, jdeme rozměnit na drobné, jako jsem hovoril. Já si myslím, že mě nikdo nerozmění na drobný, že jsem velká bankovka. Rozjetý Matuš Juráček dostal přesně to, o co si řekl. Diamantového čáva z Bratislavy, Roba Pukače. Obávaný denverský grizzly Jeremy Kimball se konečně vrací. A bude čelit španělské KO mašině Danielu Toledovi. Splácet dluhy ve jménu svého gymu se chystá super talent Tichota. Po skalpu Růžičky a Gabala je na řadě mladý polský kat David Kareta. A chybět nebudou. Královna undergroundu Tereza Bledá. Dvojka žebříčku lehké váhy Ronald Ronny Paradeiser. Bajný německý kelt Christian Jungwirth. Nezastavitelná šampionka výzvy Lucia Sabová. Nebo záruka těch nejatraktivnějších zápasů. Miroslav Inquisitor Vroš.
OKTAGON 30 v brněnském Bobby centru. Lístky v síti Ticketportál nebo živě na oktagon.tv.